Helgozrohkapelle wurde auf den Grundmauern einer kleineren, älteren Kapelle durch Kirchenmeister und Bildhauer Kaspar Vogt erbaut, und zwar im Jahre 1622. Die Kapelle ist in drei Bauteile gegliedert: dem Langhaus mit rechteckigem Grundriss und Satteldach, dem achtseitigen Chor mit Schweifhaube und Laterne, dem niedrigen Sakristeianbau. Der fünfzonig aufgebaute Retabelaltar ist aus dem Jahr 1622-23. Auf schlichtem Sockel befindet sich das Prädalage-Gemälde mit Darstellung des Heiligen Abendmahl, signiert mit M.M. Meyer. Die Gesimtstücke sind mit den Figuren des Heiligen Antonius von Padua, flankiert von Heiligen Wolfgang und Heiligen Jakobus dem Älteren, bestückt. Oben im Rundbogen steht ein Schutzengel mit Tobias. Die Spitze wird gekrönt mit Christus, dem Auferstandenen. Ein Totenschädel als ein Hinweis auf die Überwindung des Todes durch die Auferstehung. Der Chor trägt ein achtteiliges Sterngewölbe. Der achtblättrige Schlussstein zeigt den Doppeladler als Reichswappen. Thank you.
Die zwei Kreuzrippengewölbe im Langhaus zieren Schlusssteine mit dem Einhorn als Stadtwappen. Das Epitaph der Familie Martin Krieg, gestorben 1622. Darstellung Maria mit Jesuskind, das den Kreuzestamm hält, seitlich Adam und Eva, Tauen haltend, an deren Ende ein Anker in den Himmelswolken bei Gott Vater angelangt ist.